guten Morgen oder Sorgen. Schick dir ein bisschen Sonne von da, wo ich bin. Heute ist es mir ein Bedürfnis, über den Tod zu reden, beziehungsweise zu rappen. Nein, heute sage ich reden. Um dir die Angst zu nehmen. Es gibt Menschen, die stempeln den Tod zu den Tabuthemen. Doch so löst du keine Blockade. Alles, was tabu ist, gehört unbedingt auf den Tisch. Wir dürfen, wir sollen, und es ist definitiv besser, darüber zu reden. Und die größte Angst der Menschen aufzuheben, damit sie diesem Leben erfüllt leben. Du brauchst nur das kosmische Gesetz der Analogie zu kennen. Du musst 50% weniger vom Leben lernen. Dieses Gesetz besagt, als Beispiel, im Kleinen, so im Großen, im Großen, so im Kleinen, wie im Kleinen, wie im Kleinen. Erinnerst du dich, du bist in der Essenz Liebe und Licht. Und du kannst denken und fühlen. Was würdest du einer Raupe sagen, was mit ihr passiert, wenn sie stirbt? Ja, genau. Transformiert sich in eine neue, andere Form der Liebe und des Lichts und des Lichts. Sie transformiert sich in eine neue, andere Form der Liebe und des Lichts. Nach. Wenn du nicht weißt, was später ist, dann entscheide dich für was Schönes. Es ist immer deine Entscheidung. Auch hier hast du einen freien Willen. Wenn du sagst, du bist tot, dann wirst du tot sein. Wenn du sagst, du wirst dich transformieren, dann wirst du dich transformieren. Zu einem Schmetterling.